Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Frische Filme hier bei Fred Carpet. Diese Woche möchte ich euch natürlich auch die neuesten Kinostarts der Woche vorstellen. Und anfangen möchte ich mit einem Sequel, von dem man sich fragen kann, ob man es unbedingt gebraucht hätte. Die Rede ist von einem zweiten Teil zu dem Hundefilm Bailey. Und was euch genau erwartet, das seht ihr jetzt im Trailer. Mein Name ist Bailey und das ist mein Junge Ethan. Genießt du die sanfte Brise, mein Freund? Lauf! Das wird nicht gerade leichter. Das wird nicht gerade leichter. Das ist CJ, unser tollster Neuzugang im Rudel. Hundi, Hundi, Hundi. Der Becher ist doch leer. Ich liebe Frühstück mit unserer Enkeltochter. Ging mir genauso, vor allem weil immer Speck abfiel. Warum nimmt ihre Mutter uns CJ weg? Meld dich hin und wieder, okay? Ich wollte dem Auto hinterher, aber ich hatte einfach nicht die Kraft. Bailey, 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 wenn du nächstes Mal wiederkommst, kümmere dich um CJ. Sie braucht dich so, wie ich dich gebraucht habe. Und dann passierte es. Ich war wieder ein Welpe und CJ meine neue Bestimmung. Wie ihr anhand dieser ersten Eindrücke sehen konntet, bleibt sich dieser Film bzw. diese Reihe, wer weiß, wo das noch hinführt, weitestgehend treu. Trotzdem hat sich hinter der Kamera einiges verändert, denn während beim ersten Teil Lasse Hallström Regie führte, macht es jetzt eine junge Regisseurin namens Gail Mancuso. Und auch bei den Sprechern hat sich zumindest in der deutschen Fassung etwas Wichtiges verändert, denn während beim ersten Teil noch Florian David Fitz, dem Hauptdarsteller, also dem vierbeinigen Hauptdarsteller im Sinne von Bailey, die seine Stimme geliehen hat, macht das nun eher nicht mehr, weil er nicht mehr zur Verfügung stand, sondern ein Synchronsprecher, der nicht eben, sagen wir, aus der prominenten Riege kommt, sondern dessen Hauptgebiet es ist, einfach nur synchron zu sprechen. Und genau diese beiden Teile, also einmal die Regieentscheidung und die Synchronentscheidung, wirken sich bereits sehr gut auf den Film aus. Denn soweit kann ich das schon mal vorwegnehmen. Ich finde den zweiten Teil deutlich besser als den ersten. Das hat nicht nur damit zu tun, dass man beim ersten Teil ja durchaus diese Negativ-Schlagzeilen hatte, von wegen, dass am Set Hunde gequält worden seien und dass man sich gegen das geltende Tierschutz oder gegen geltende Tierschutzbestimmungen widersetzt hat. Sondern es hat einfach was damit zu tun, wie der Film aufgemacht ist und wie er erzählt ist und wie die Geschichte ist und so weiter und so fort. Trotzdem muss ich natürlich sagen, auch Teil 2 ist in erster Linie ein Wohlfühlfilm, der sehr viele Kitsch-Elemente enthält. Wir haben dieses sehr naive Voice-Over dieses Hundes. Wir haben eine durchaus makabere Prämisse, die da so im Gegensatz zu steht, weil man muss sich ja nun mal vorstellen, die Grundidee von Bailey ist ganz einfach. Wir haben einen Hund, nämlich Bailey, und der stirbt mehrmals im Laufe des Films und wird dann wiedergeboren. Und das haben wir hier beim zweiten Teil auch. Und auch hier beim zweiten Teil ist es dann eben so, dass man sich mehrmals von diesem Hund verabschieden muss in seiner körperlichen Form. Und deshalb kann ich schon mal vorwegnehmen, es ist nicht unbedingt ein Film für ganz kleine Kinder. Es ist halt schon durchaus ein Familienfilm, aber nicht für ganz kleine. Denn man muss halt sich vor, man muss sich während des Films halt wirklich mehrmals aktiv mit dem Tod auseinandersetzen. Und ich denke, da sollte dann jeder entscheiden, ab wann er seinem Kind so etwas zumuten möchte und kann. Trotzdem, was ich eben schon gesagt habe, ich finde den zweiten Teil besser, denn zum einen haben wir hier eine spannendere Geschichte. Wir haben hier im Mittelpunkt die kleine CJ, sie ist die Enkelin der Hauptfigur Ethan, die wir aus dem ersten Teil kennen. Im ersten Teil ging es ja mehr oder weniger darum, wie sich Ethan und seine spätere Ehefrau Hannah kennenlernen und wie die beiden immer wieder durch ihren Hund auch zusammengeführt werden. Jetzt im zweiten Teil haben wir eben CJ, die in einem schwierigen Verhältnis, die in schwierigen Umständen bei ihrer alkoholkranken Mutter aufwächst und die sich halt eben durch ihren Hund so ein bisschen Lebensmut und so ein bisschen Lebensqualität einfach ins Haus holt. Und das ist lebensechte, das ist nicht ganz so seicht wie im ersten. Natürlich kann man sagen, gut, wer auch irgendwann in seinem Leben schon mal irgendein Sozialdrama gesehen hat, das in etwa ähnlich ist wie dieses, thematisch wie dieser Film, den wird das hier jetzt nicht groß überraschen, aber gleichzeitig kann man auch wiederum sagen, der Film hat ja durch seine Hundethematik durchaus einen besonderen Dreh. Und hier kommt halt eine spannendere Geschichte um die Menschen und die Hunde-Geschichte zusammen. Und gleichzeitig ist der Film auch noch Romanze und eben Coming-of-Age-Film und so weiter.
Und so ergibt sich einfach ein sehr schönes Gesamtbild, was die Geschichte angeht. Was ich gerade schon gesagt habe, der Film geizt nicht mit Kitsch. Also wir haben einen sehr naiven Voice-Over von dem Hund. Wir erleben die ganze Geschichte durch die Augen des Hundes. Und das ist schon sehr kindgerecht und das ist auch wirklich so auf das Minimum an emotionaler Komplexität runtergebrochen, damit man auch wirklich begreift, okay, der Hund steht im Mittelpunkt und im Zweifelsfall versteht der Hund einige Dinge nicht und dann bleibt das eben runtergebrochen auf so ganz einfache Zusammenhänge. Trotzdem ist es halt alles in allem wirklich, wirklich angenehm, weil wir haben nicht so wie bei Florian David Fitz den Eindruck, hier steht gerade ein Prominenter hinter einem Synchronpult, sondern wir haben hier halt wirklich das Gefühl, okay, das ist Bailey, das ist um einiges authentischer, das ist um einiges glaubwürdiger. Da bin ich also auch voll auf der Seite des Films. Und dadurch kann man irgendwie auch so ein bisschen verschmerzen, dass man eben mit viel Kitsch, auch was die Bildgestaltung und so weiter angeht, wir haben pausenlos irgendwelche Sonnenaufgänge und dann laufen die Menschen und die Hunde auf Feldern rum und so weiter und so fort. Das ist so, das lässt sich verschmerzen, wenn man sich darauf einlässt. Und dann hat der Film noch einige sehr arg konstruierte Twists und Wendungen, damit am Ende auch wirklich alles auf ein Happy End hinausläuft. Das sind so Sachen, die muss man verschmerzen, genauso wie man ja irgendwie die Prämisse vom immer wieder geborenen Hund verschmerzen muss. Aber ich sage ganz klar, ja, diese Schwächen gibt es, die sehe ich auch. Und deshalb ist der Film auch nicht perfekt und das ist auch nicht der beste Film aller Zeiten. Aber mir hat er tatsächlich insofern gefallen, als dass ich am Ende für so einen durchaus ja, cheesy Film mit so einer merkwürdigen Prämisse, ich bin doch wirklich gut gelaunt aus dem Film gegangen und war viel zufriedener als nach dem ersten und denke auch, wer den ersten mochte, dem wird der zweite sowieso besser gefallen, denke ich mal. Wer ohnehin Hundeliebhaber ist, für den ist das hier sowieso der Film schlechthin. Und deshalb bin ich überrascht, aber kann sagen, Bailey 2, ein Hund kehrt zurück, heißt er, glaube ich, dann mit dem Untertitel, ist wirklich nett geworden, ist hübsch geworden und da braucht man sich jetzt auch nicht schämen, wenn man sagt, ach doch, ich hatte da irgendwie eine gute Zeit, denn ich hatte die auch. Ich kenne nicht alle Antworten, aber ich weiß, am Ende landen wir da, wo wir hingehören. Like a drum, my heart never stops beating for you. Warum sind Sie hierher gekommen? Nach allem, was passiert ist. Es ist das Geschäft meiner Eltern. Das war es einmal. Darf ich? Gut, dann nicht. Das Haus meiner Eltern steht heute noch. Auch wenn das alles ist, was mir von ihnen geblieben ist. Suchen Sie jemanden? Kann ich Sie irgendwo hinbringen? Warum sind Sie so traurig? Das ist nicht der einzige Hutladen in der Stadt. Der Einzige, der meinen Namen trägt. Sehen Sie eine Leiter? Haben Sie meinen Bruder gekannt? Wie ihr es gerade schon am Trailer gesehen habt, begeben wir uns nun in weitaus ernstere Gefilde, nämlich in die von Sunset, dem neuen Film von Laszlo Nemes. Und falls ihr den Namen nicht kennt, der gebürtige Ungar hat vor ein paar Jahren den Film Son of Soul inszeniert. Das ist der in sehr radikalen Bildern gedrehte Kriegs- bzw. KZ-Film aus Ungarn, der unter anderem den Oscar für den besten fremdsprachigen Film und den Golden Globe, glaube ich, auch gewonnen hat. Jetzt in Sunset bleibt er seinem visuellen Stil durchaus treu, erzählt aber eine nicht halb so radikale Geschichte. Es geht um eine junge Frau, die kurz vorm Ausbruch des Ersten Weltkriegs nach Budapest reist, um hier im Hutladen ihrer Eltern, die verstorben sind bei einem Brand, um hier eine Ausbildung zur Schneiderin zu machen. Und wird allerdings abgelehnt, obwohl es quasi ihr Laden ist, beziehungsweise eben der ihrer verstorbenen Eltern. Und so wird sie halt in die Wirren der Stadt Budapest zum damaligen Zeitpunkt getrieben. Sie versucht immer wieder in anderen Stellen irgendwie ihr Glück, was einen Ausbildungsplatz angeht, erfährt gleichzeitig aber auch von der Existenz eines Bruders, der angeblich ein Mörder sein soll. Und so verstrickt sie sich immer weiter in eine paranoide Stimmung voller Widersprüche, voller
voller Legenden und voller Ungenauigkeiten. Und die Tatsache, dass ich die Geschichte nur sehr schwer zusammenfassen kann, liegt auch ein bisschen daran, dass der Film darauf abzielt, dass man genau wie sie von Ungenauigkeiten und von Verwirrung und so weiter geprägt ist. Also man guckt sich diesen Film an, man ist auch hier, wie es auch bei Son of Soul war, immer ganz nah an der Hauptfigur dran. Also der Kameramann klebt quasi an ihrem Hinterkopf bzw. an ihrem Profil. Wir sehen nur ganz selten die Stadt im Gesamten. Wir sehen eigentlich hauptsächlich ihr Gesicht im Fokus. Und gemeinsam mit ihr sind wir halt in diesem Getümmel und verstehen erst so nach und nach überhaupt, was das eigentlich alles soll. Also genau wie sie quasi. Und das ist, sagen wir, gewöhnungsbedürftig. Also ich habe nach dem Film so ein bisschen recherchiert, auch was andere schreiben, was internationale Kritiker schreiben. Und generell bin ich das Presseheft durchgegangen und so weiter und so fort. Und da wird schon deutlich, dass die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt ist, dass die genauso beabsichtigt ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach keinen Draht zu der Geschichte gefunden habe, beziehungsweise dass ich nicht verstanden habe, worum es ihr geht. Es ist wirklich so darauf, oder es zielt wirklich darauf ab, dass man teilweise mit einem riesengroßen Fragezeichen vor dem Ganzen steht. Und klar, jetzt kann man sagen, gut, ich kann mich ja trotzdem auf die Stimmung einlassen und kann mich genauso wie sie in dieses Getümmel Budapests begeben, denn so weit kann man sagen, der Film sieht wahnsinnig gut aus. Er ist unglaublich detailgetreu inszeniert. Man hat halt wirklich das Gefühl, wir befinden uns hier in diesem Budapest, das gerade dabei ist, sich zu so einer, ja, zu so einer Metropole zu entwickeln und wo gerade an allen Ecken und Enden Läden aus dem Boden schießen und wo sich nach und nach eine Infrastruktur und so entwickelt. Und das ist wirklich, es sieht toll aus, es ist wirklich gelungen. Also das ganze Set-Design ist wirklich fantastisch. Aber man muss halt eben auch mit der Figur mitgehen und muss versuchen, irgendwie sich genau wie sie einen Überblick zu verschaffen. Und da kann ich sagen, zumindest ich konnte mit der Figur nur bedingt an die Figur nur bedingt andocken, weil sie ist widersprüchlich, sie hält einen bewusst auf Abstand und das ist alles schon, das ist schon schwierig. Ich habe auch jetzt nicht so persönlich den Bezug zu dieser Dekade. Ich saß da quasi vor wie ein Betrachter, aber ich war nie persönlich involviert in die Geschichte. Und klar, das kann man auch nicht sein, denke ich mal, wenn man tatsächlich nicht wirklich persönliche Berührungspunkte dazu hat. Aber für mich hat sich aus diesem ganzen Wirrwarr und aus dieser paranoiden Stimmung und aus diesem Verschwörerischen, da hat sich für mich nie so ein richtiger Reiz entwickelt. Dann hat man hat immer so spannende Einzelszenen. Also wenn sie zum Beispiel in so einem großen Haus ist und plötzlich irgendwie ein Pärchen dabei beobachtet, wie sie ganz merkwürdige sexuelle Wünsche austauschen, dann bin ich in dem Moment voll bei ihr und denke so genau wie sie, was hat denn das jetzt mit der Geschichte zu tun? Aber genauso wie die Szene und wie auch ganz viele andere Szenen, verläuft das alles irgendwie so im Nichts. Also es werden ganz oft Handlungsstränge und Ideen und Erzählungen aufgemacht und so Nebenplots, die aber zu nichts führen. Und es macht total Sinn, dass die zu nichts führen, denn wir haben hier eine Hauptfigur, die total alleine gelassen wird und die sich selber zurechtfinden muss. Und dass sie Dinge entdeckt und dass sie Figuren kennenlernt, die sie vielleicht später nie wieder kennenlernen, das macht ja Sinn aus ihrer Perspektive. Und deshalb bin ich durchaus von diesem radikalen, auch wieder hier radikalen Ansatz beeindruckt, weil hier man wirklich sagen kann, der Film hält sich an, oder die Macher halten sich an die innere Logik ihres Films. Sie sind nachvollziehbar in dem, wie sie es aufziehen. Also ich verstehe die ganze Zeit das Konzept dahinter, aber persönlich involviert hat mich das nicht. Und ich war, wie gesagt, was ich eben schon sagte, ich war die ganze Zeit nur Betrachter und hatte nie den Eindruck, dass man mich wirklich als Zuschauer an die Hand nehmen will. Und deshalb gibt es für mich, zumindest was das Konzept angeht, einige Bonuspunkte, denn ich muss sagen, so ein Film wie den hier, das muss man sich trauen, weil man eigentlich weiß, dass man dadurch viele Zuschauer verprellt. Aber es ist halt eben mal so was ganz anderes und ganz anders finde ich im Film generell erstmal sehr gut. Aber ich sage auch ganz klar, wer ins Kino geht und sagt, ich möchte einfach einen guten Abend haben und ich möchte mich so einlullen lassen von einer Geschichte und möchte mit einem guten Gefühl rausgehen, für den ist der Film absolut nichts. Und ich spreche hier mal, begebe mich mal kurz raus aus dem Kritikerbereich und spreche einmal ganz kurz für mich persönlich.
Ich gehöre dann tatsächlich zu denen, die sagen, mich hat der Film nicht gekriegt. Aber wie gesagt, wenn ihr sagt, ihr könnt damit was anfangen, ich denke, ich habe hier genug aufgezählt, was die Vorzüge des Films sind. Der Film ist auch mit unter 2 Stunden, ich glaube, er geht 1,43. Der ist auch nicht zu lang damit. Je nachdem, wenn einen der Film kriegt, hat man auch nicht das Gefühl, dass er sich zieht. Mich hat er nicht gekriegt, deshalb gibt es von mir persönlich keine Empfehlung. Von mir als Kritiker, von mir als Kritikerin hingegen gibt es eine Empfehlung, sofern man denn an das Konzept des Films andockt. Aber immerhin muss man sagen, es ist nicht das, was man tausendfach im Kino sieht. Und deshalb gibt es auch hier für mich immerhin ja, einen Anerkennungspunkt. Und ich denke, jetzt sollten die Leute, die das hier gesehen haben, wissen, ob der Film was für sie ist oder nicht. Kein Mensch weiß, wo er ist. Beten wir, dass es auch so bleibt. Filmliebhaber dürften sich jetzt freuen, denn der nächste Film, den ich vorstelle, ist von einem Regisseur namens Jim Jarmusch. Und wer den Namen hört, der erinnert sich an Paterson, der erinnert sich an Broken Flowers, der erinnert sich an All the Lovers Left Alive. Und jetzt kommt sein neuer Film, The Dead Don't Die, der in Cannes seine Premiere gefeiert hat. Und wie ich den finde, das sage ich euch jetzt nach einem kurzen Ausschnitt aus dem Trailer. In dieser friedlichen Stadt, in diesen ruhigen Straßen, wird etwas Schreckliches, etwas Grauenhaftes passieren. Tut mir leid, wir haben schon zu. Was war das? Ein wildes Tier? Das ist richtig schlimm. Vielleicht das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Waren das wilde Tiere? Und auf was tippst du? Ich tippe auf Zombies. Was? Weißt schon, Untote. Ghule. Ja, Jim Jarmusch ist bekannt dafür, dass seine Filme, ich sag mal so, ein eher langsames Pacing haben, dass er sich so mit emotionalen Ausnahmezuständen befasst. Dass er einfach so komplett vorbeigeht an dem, was, ich sag mal, das Mainstream-Publikum erwartet. Und das ist bei The Dead Don't Die nicht anders, aber zumindest was das Genre angeht, begibt er sich auf ein Terrain, von dem man jetzt nicht behaupten würde, dass es gut zu dem zusammenpasst, was ich gerade gesagt habe. Denn The Dead Don't Die ist ein Zombie-Film, genauer genommen eine Zombie-Komödie, in der es darum geht, dass eine Kleinstadt von Zombies heimgesucht wird und wir begeben uns an der Seite von von ein paar Polizisten auf die Suche nach der Ursache und das ist die Handlung. Jetzt könnte man fragen, wie passt denn das normale inszenatorische Konzept von Jim Jarmusch mit einer Zombie-Komödie zusammen? Und das habe ich mich auch sehr lange gefragt, denn ich bin nicht der größte Fan von Jim Jarmusch. Ich erkenne an, dass seine Art des Filmemachens wirklich höchsten Respekt verdient, dass er sich immer wieder treu bleibt und dass er auch zumindest in der Anfangsphase sehr, sehr innovativ war, was das Filmemachen angeht, aber zumindest was die jüngeren Filme angeht, da habe ich nie so richtig den Zugang gefunden. Deshalb war ich sehr gespannt, inwiefern das bei seinem neuen Film anders ist. Und ich muss sagen, er bleibt seinem Konzept absolut treu, aber hier findet es durch die Thematik und durch sein noch reduzierteres Erzählen einen neuen Dreh, beziehungsweise irgendwie fühlt sich das alles ganz plötzlich wieder richtig frisch an. Dabei greift er darauf zurück, auf alte Bekannte. Also wir haben einen Bill Murray, wir haben ganz viele Leute, ich blende euch das mal ein, wer alles hier bei diesem Film dabei ist, die man bereits aus anderen Filmen kennt. Mit diesem an der Seite, wir haben auch in den Nebenrollen ganz viele bekannte Leute, zieht er halt hier durch diese Stadt. Und das Besondere an dem Film ist, dass er seinen Witz daraus entwickelt, dass er eigentlich gar nicht witzig ist. Der Film ist eigentlich ein 90-minütiges Understatement. Wir haben Dialoge, die so unfassbar trocken sind, die
sich bemühen darum, diese ganze Situation, die total absurd ist, sie so auf das Minimum an Witz und Absurdität herunterzubrechen, dass man die ganze Zeit davor sitzt und denkt, hey, irgendwie ist das leider trotzdem sehr, sehr witzig. Und wir haben das Bemühen einer Metaebene, wenn sich die Hauptfiguren plötzlich über das Drehbuch unterhalten. Wir haben, keine Ahnung, dann wird irgendwie der Song eingespielt, von der Titelsong eingespielt und die Figuren wissen, dass es der Titelsong ist. Also, aber dann haben wir auf der anderen Seite gleichzeitig auch diese ganz normale Detektiv- und Ermittler- und Kriminalgeschichte, wo sich so an dem Fall mit Zombies abgearbeitet wird, als wäre es völlig normal, dass es Zombies sind. Und man geht so weit, man reduziert das Tempo und die Pointendichte so weit, oder sagen wir, man reduziert das Tempo so weit zurück und versucht die Pointendichte augenscheinlich ebenfalls zurückzufahren. Aber in Wirklichkeit ist dieses Bemühte, wir machen das alles so, als wäre es das Normalste der Welt, daraus ergeben sich halt eben die Jokes und die Gags und die Pointen. Und das muss man, ja, man muss das zu nehmen wissen, denn es ist ja eben nicht so, dass man halt sagt, okay, wir erzählen dir hier einen Witz und dann lachst du danach und dann geht es weiter und dann erzählen wir dir den nächsten Witz und so weiter und so fort. So ist es ja eben nicht. Also, wie ich gerade schon sagte, der Witz entsteht daraus, dass es für die Figuren im Film das Normalste der Welt ist, dass sie sich hier mit einer Zombie-Apokalypse oder mit einer Zombie-Invasion auseinandersetzen müssen. Gleichzeitig gibt es Figuren, die total merkwürdig reden. Dann haben wir ihre Attitüde, die irgendwie komisch ist. Also es ist nie das Offensichtliche, woraus sich hier die Gags entwickeln. Aber genau das ist es halt eben, was der Film so besonders macht. Also ich weiß nicht. Also ich glaube, man kann daraus wirklich seinen Spaß ziehen. Und man darf halt nur nicht erwarten, dass es eben den klassischen Komödiengrundsätzen folgt. Und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass The Dead Don't Die sehr unterschiedlich aufgenommen wird, weil ich habe beides schon gelesen. Ich habe riesige Lobeshymnen gelesen und ich habe die absoluten Verrisse gelesen. Und ich kann auch verstehen, wo beides herrührt. Denn wer sagt, eine Komödie funktioniert nur, wenn sie auch wirklich aktiv lustig ist, der hat recht, dass The Dead Don't Die das nicht ist. Der Film ist nicht witzig, weil er aktiv witzig ist. Der Film ist witzig, weil er genau das nicht ist. Und man kann das aber auch eben als dieses Understatement, von dem ich die ganze Zeit spreche, man kann es aber auch eben so sehen. Und ich gehe auf die Ebene, dass ich sage, im Grunde ist The Dead Don't Die genau das, was man erwartet, wenn man hört, dass Jim Jarmusch eine Zombie-Komödie gemacht hat. Denn Jim Jarmusch weiß normalerweise auch so zwischen den Zeilen zu spielen. Also er nimmt sich nicht das Offensichtliche, sondern er nimmt sich das, was dazwischen ist. Und im Grunde macht er genau das bei The Dead Don't Die auch. Wir haben, wie gesagt, wir haben tolle Schauspielleistungen, unter anderem von Bill Murray. Wir haben eine Selena Gomez dabei. Wir haben ein cooles Setting, weil man hat die ganze Zeit das Gefühl, man ist so auf total engem Raum. Es ist so ländlich, es ist so, ja, es hat so einen ganz eigenen Charme. Wir haben einen ziemlich coolen Titelsong, auf den wirklich mehrmals angesprochen wird, beziehungsweise angespielt wird, deshalb erwähne ich ihn hier an dieser Stelle auch. Wir haben ein sehr cooles Finale. Wir haben in den wenigen Momenten, wo Effekte zum Einsatz kommen, die sehen auch wirklich ordentlich aus. Also ich bin von The Dead Don't Die wirklich sehr angetan, kann mir aber vorstellen, weshalb man ihn nicht mag, kann mir vorstellen oder kann es nachvollziehen, wenn man mit dieser Art von Humor nichts anfangen kann. Aber zumindest für mich, aus sowohl Kritiker als auch als Zuschauersicht, denke, es ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und deshalb The Dead Don't Die für mich diese Woche, glaube ich, der stärkste Kandidat. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit im Kino, falls euch das hier angesprochen hat. Und damit ihr euch noch einen besseren Einblick verschaffen könnt, beende ich diesen Beitrag wie immer mit den letzten Bildern aus dem Trailer. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei dem Film der Woche. Entschuldigung? Die waren sauber abgeschnitten. Du hast mal in der Minor League gespielt, oder? Oh ja, früher A-Jugend. Das ist aber ewig her.
Vorher werfen wir aber wie immer noch kurz einen Blick auf die Kinocharts, denn da hat sich einiges getan. Auf Platz 5 Godzilla 2, King of the Monsters. Deutschland ist jetzt ein durchaus monstermüdes Land, im Rest der Welt ist er wesentlich erfolgreicher, daher die 85.000 Zuschauer hierzulande. Kann man durchaus verschmerzen. Auf Platz 4 Rocketman, leider nach wie vor weit unter dem Niveau eines Bohemian Rhapsody. Auf Platz 3 John Wick Parabellum. Der dritte Teil der John Wick-Reihe ist trotz FSK 18-Freigabe wirklich wahnsinnig erfolgreich. Auf Platz 2 ein Neueinsteiger, X-Men Dark Phoenix, startet leider auch weit unter dem Niveau der bisherigen X-Men-Filme, ist aber auch ein bisschen wahrscheinlich dem sehr negativen Feedback geschuldet. Und auf Platz 1 immer noch Aladdin, das Disney-Realfilm-Remake, das durchaus Standfestigkeit bewahrt, da oben auf dem Thron. Und mal schauen, wie lange er sich da noch hält, so oder so. Jetzt geht es erstmal zu dem Film der Woche und ich denke durchaus, dass Man in Black International die Möglichkeit hat, Aladdin in der nächsten Woche vom Thron zu schubsen und wie der geworden ist, das verrate ich euch wie immer nach dem Trailer. Wir sind ein Gerücht. Nur erkennbar als flüchtiges Déjà-vu. Und ebenso schnell wieder vergessen. Wir sind das bestgehütete Geheimnis des Universums. Ich weiß, ich will rein. Sie haben die Erinnerung meiner Eltern gelöscht. Aber nicht meine. Ich habe 20 Jahre gebraucht, um sie zu finden. Wie viele können das von sich behaupten? Ich habe sie gefunden. Das macht mich perfekt für den Job. Agent M, wir haben womöglich ein Problem. In London. Willkommen, M. Sie arbeiten zusammen mit Agent H. MIB, du Zirulianer Abschaum. Und zur Info, dein kleiner Club hier ist scheiße. Kommen Sie, die Welt rettet sich nicht von selbst. Als Film der Woche habe ich mir diesmal Man in Black International ausgesucht, weil es der größte Start diese Woche ist und weil ich glaube, dass die meisten von euch am ehesten auf den Film warten. Kurz zur Besetzung. Der vierte Teil von Man in Black International kommt nämlich mit einem ganz neuen Ensemble daher. In den Hauptrollen haben wir nicht mehr Tommy Lee Jones und Will Smith, sondern Chris Hemsworth und Tessa Thompson. Die beiden kennen sich bereits von den Thor-Filmen. Da spielt sie Valkyrie und Chris Hemsworth natürlich Thor. In weiteren Nebenrollen haben wir unter anderem Emma Thompson, wir haben Liam Neeson und wir haben Ralph Spall. Das ist so das Ensemble, das am ehesten wichtig ist für den Film. Wir haben in einer Sprechrolle auch noch Kumail Nanjiani, unter anderem bekannt aus The Big Sick. Und die Story ist eigentlich so, wie man sie von den bisherigen Men in Black Filmen kennt. Wir haben einen Fall, den Tessa Thompson und Chris Hemsworth gemeinsam lösen müssen als Agent H und Agent M. Und dafür geht es erstmal nach London und dann quasi einmal rund um den Erdball. Deshalb auch Men in Black International, weil man sich hier nicht nur auf die USA als Handlungsort bezieht. Und es geht um Tote, es geht um eine Verschwörung, es geht um Aliens. Also es geht um all das, was wir von den Men in Black Filmen gewohnt sind. Was wir allerdings nicht unbedingt von den Men in Black Filmen gewohnt sind, ist, dass dieser hier doch relativ trantütig daherkommt und auch nicht so den Witz und den Charme und die Dynamik hat, die man von den bisherigen Filmen gewöhnt ist. Ich finde das ziemlich schade, weil eigentlich war Men in Black International einer der Filme, auf die ich mich in diesem Jahr am meisten gefreut habe, weil ich finde, dass anhand des Trailers doch hervorkam, wie gut die Chemie von Chris Hemsworth und Tessa Thompson ist. Und dann hat man eben auch noch die anderen Ensemblemitglieder dabei. Also so im Großen und Ganzen. Eigentlich sind die Zutaten, die dieser Film mit sich bringt, doch ziemlich ordentlich. Nur das erste Mal, als ich bei diesem Film auf die Uhr geguckt habe, war nach einer Stunde und ich habe mich gefragt, was passiert hier eigentlich? Denn das ist der große oder das große Manko an Men in Black International. Man hat das Gefühl, so richtig aus dem Quark kommt die Story nicht. Und damit einher geht dann eben auch, dass die Gagdichte nicht wirklich hoch ist. Auch die Chemie zwischen Tessa Thompson und Chris Hemsworth ist nicht so gut, wie man es erwartet hätte. Was so ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Gagdichte eben relativ niedrig ist. Weil man hat so das Gefühl, die bemühen sich zwischendurch mal so um One-Liner und so um
pfiffige Dialoge, die sie sich hin und her schmeißen, weil die Charakterzeichnung von Agent H und Agent M auch, wie man es halt gewohnt ist von so einem Duo, ziemlich gegensätzlich ist, sodass man immer wieder hier dazu kommt, dass die beiden aufeinanderprallen, dass unterschiedliche Ansätze aufeinanderprallen und dass sich daraus eben einiges an Gag-Potenzial ergibt. Das hat man hier aber nicht. Man hat halt wirklich das Gefühl, die beiden hangeln sich so an ihrem Fall entlang. Dann gibt es immer mal wieder einzelne Stationen in dem Film, wo man dann denkt, okay, jetzt weiß ich, worum es geht. Ihr braucht hier den Dialog nicht noch 10 Minuten anstatt 3 Minuten ausweiten. Und so hangeln die sich eben hier in so typischer Roadmovie-Tradition eigentlich, obwohl es kein Roadmovie ist, aber man hat so den Eindruck, hangeln sie sich so von einer Station zur nächsten und irgendwie ist die Hälfte der Station unnötig. Dann hat man zwischendurch immer mal wieder so ein typisches Man in Black CGI-Gewitter, das mal ganz gut aussieht, mal wiederum dann einfach nur viel zu viel ist. Wir haben am Ende eine Art Tunnel in diesem Film, wie man sie aus Ghostbusters oder auch zum Beispiel aus Poltergeist kennt. Und da wird dann wieder alles an Computereffekten reingehauen, was man irgendwie kennt. Und so richtig überzeugend ist das alles nicht. Die Aliens an sich sehen auch eher aus wie aus einem x-beliebigen Superheldenfilm. Früher hatte ich bei Men in Black den Eindruck, okay, sie machen hier wirklich was aus der Prämisse, dass sie halt eben Aliens haben, die unter den Menschen wandeln. Das hat man teilweise auch im Aufbau der Welt. Also wenn man hier zum Beispiel London hat und die Alien-Unterwelt mehr oder weniger entdeckt, dann kann man sehr, sehr viel entdecken und dann hat man auch hier schön die Parallelwelt, die man hier eben sieht. Und da steckt wahnsinnig viel Liebe drin. Aber auf der anderen Seite sind die Antagonisten, die könnten auch aus einem X-Men-Film stammen beispielsweise. Oder einige der Aliens, ja, keine Ahnung, X-Men, Marvel, DC, dass das wirklich Aliens sind, wie man es so in der Tradition der Men-in-Black-Filme kennt, das kommt hier nicht so richtig zur Geltung. Ansonsten hat man das Gefühl, der Film bleibt die ganze Zeit hinter seinem Potenzial zurück. Und man möchte ihm gerne so auf die Schulter klopfen und sagen, hey, jetzt gib mal Gas. Aber das macht der Film irgendwie nicht. Man hat dann halt in dem letzten Drittel die typischen, ja, gut gegen böse Verwicklungen. Man hat einen typischen Endkampf. Es gibt auch das, was im Trailer schon angedeutet wurde. Es gibt einen Maulwurf bei den Men in Black. Das ist alles so mal nach Zahlen erzählerisch. Man weiß grob anhand des Trailers schon, worum es erzählerisch dann im Film geht. Und der Film geht dann auch exakt so die Wege, die man von solchen Filmen gewohnt ist. Ja, und ansonsten ist alles, was ich so zu Men in Black sagen kann, eine wahnsinnige Enttäuschung, weil der Film ist nicht schlecht und der Film offenbart auch immer mal wieder so einige hübsche Ideen und er ist dann letztendlich doch zu routiniert inszeniert, als dass man sagen könnte, er ist wirklich eine Katastrophe, denn das ist er nicht. Und wenn denn mal die Funken zwischen den Figuren schlagen, dann funktioniert das auch. Und es ist auch an sich ein guter Cast. Und wenn Chris Hemsworth dann in seiner Rolle doch wieder so verschmitzt grinst und man weiß, hey, du weißt eigentlich, in was für eine Figur du gerade verkörperst und du weißt eigentlich, in was für einem Film du mitspielst, also reizt das doch ein bisschen mehr aus, diese Absurdität, dann denkt man, ja, okay, da steckt Potenzial im Film. Aber letzten Endes, das schöpft er nicht aus. Und irgendwie ist es eigentlich doch eine einzige Enttäuschung. Und was man ja weit bevor der Film jetzt erschienen ist, gesagt hat, dieses Spin-off, das angedacht war zwischen, oder dieses Crossover, das angedacht war zwischen den Jump Street-Filmen und jetzt halt hier eben zwischen Men in Black. Ich hätte gerne das gesehen. Und man hat das Gefühl, die hatten eigentlich andere Ideen, aber am Ende sind alle Ideen, die dann doch aus dem Originalskript rausgeflogen sind, die haben es dann letztlich zu einem alleinstehenden Film gebracht. Ich fürchte so ein bisschen, gerade so im Vergleich dazu, was für eine tolle Dynamik damals Will Smith und Tommy Lee Jones hatten, fürchte ich tatsächlich, dass Men in Black zwar durchaus sein Publikum finden wird, weil die Marke einfach zieht, aber ich glaube, wenn sich nach dem ersten Wochenende rumgesprochen hat, dass es eben doch ein sehr anderer Groove und einfach so ein ganz anderes Erscheinungsbild ist, als man von den bisherigen Men in Black Filmen das gewohnt ist, dann glaube ich, dass der radikal einstürzen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass die Fans nach diesem Film nicht wirklich Lust auf noch eine weitere Fortsetzung haben, zumindest in dieser Besetzung hier. Und ja, ich finde es sehr schade. Ich hätte den Film gerne mehr gemocht und vielleicht schaue ich ihn mir nochmal an, einfach um ihm noch die Chance zu geben, ein bisschen zu steigen. Aber andererseits,
so richtig viel Zeitaufwand ist mir das dann auch nicht wert. Und deshalb hier für mich Man in Black leider eine Enttäuschung. Und ich hoffe trotzdem, dass es genug Leute gibt, die an dem Film ihren Spaß haben. Denn allein Emma und Tessa Thompson, die beiden sind halt wirklich stark. Und ja, schade drum. Die Men and Women in Black. Ja, perfekt gemacht. Schlägst du vor, dass wir die mächtigste Waffe der Galaxie zum Spaß ausprobieren? Tu es. Drück auf den Knopf. Ein bisschen mehr. Und das war's dann diese Woche auch wieder schon. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich die Sendung mit so einem eher negativen Fazit zu Men in Black International abschließen musste. Aber was muss, das muss. Und wie immer kommt hier jetzt noch rasch mein Ranking der Filme, wie ich sie mir diese Woche anschauen würde. Auf Platz 1 ausgerechnet der Jim Jarmusch-Film The Dead Don't Die, hätte ich nicht gedacht. Ich bin eigentlich eher nicht so der Jim Jarmusch-Fan. Auf Platz 2 Bailey, ein Hund kehrt zurück. Auf Platz 3 Man in Black International und auf Platz 4 Sunset, denn das ist mir dann doch ein bisschen zu Special Interest. Ich hoffe, ihr habt wieder einiges mitgenommen für diese Kinowoche und ja, lasst uns wie immer gerne wissen, was ihr von dieser Sendung haltet, wie euch diese Ausgabe gefallen hat. Alles Weitere zu den Kinostarts und zur Sendung an sich findet ihr wie immer bei fredcarpet.com. Und dann hoffe ich darauf, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid und wünsche euch sehr viel Spaß im Kino.